Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so weiter. Diplompsychologe. Kaufen auf dem Markt, super geiles Buch. Mein drittes, lasst doch gerne mal eine Rezension da bei dem Online-Händler eurer Wahl, falls ihr es online kauft. Oder einfach noch ein Sternchen oder mehrere Sternchen. Natürlich am besten. Freut mich sehr, auch euer Feedback, auch per Mail. Sehr ungewöhnliches Buch, ganz anders als meine ersten beiden. Und ja, geht so in die bisschen neue Richtung, in der ich auch gern zukünftig mehr weiterarbeiten würde. Gut, heute haben wir mal wieder das gute Laune-Thema Lesung. Ach ja, und bevor ich es vergesse, wir haben einen Ostercode und der lautet Ostern20 für 20% auf praktisch all meine Kurse, außer Veranstaltungen. Könnt ihr einfach in der Kaufabwicklung eingeben auf liebeschip.de. So, jetzt suche ich mir mal die coole Mail raus, die ich bekommen habe. So, also, toxische Freundschaft. Hallo Christian, mein Name ist Radnetschkovalov und gerne möchte ich auch von meiner Erfahrung berichten, die ich machen musste, möchte dementsprechend auch andere warnen. Also scheint Dame zu sein hier. Genau, nach meiner Ausbildung war ich öfter mit meiner Freundin immer wieder verreist. Es wurde viel gefeiert und wir verstanden uns blendend. Die Reisen hatte sie mal gebucht und ich habe ihr das Geld überwiesen. Alles klappte total los. Also, man ahnt schon, was vielleicht gleich kommen wird oder auch nicht. Ich kann nur sagen, bis hierhin, ich sag ja, also weil ich da auch viel mit zu kämpfen habe, sage ja immer, manchmal ist man auch einfach total naiv. Aber was bis hierhin passiert ist, du verreist mit der Freundin, einer bucht es, der andere überweist das Geld, ist nicht naiv. Das ist einfach normales menschliches Zusammenleben, was man auch nicht aufgeben möchte. So. Vor der Pandemie strebten wir eine große Reise an, die 4.000 Euro kosten sollte. Da hier noch alles okay war, überwies ich auch diesmal das Geld. Dann kam Corona. Uns wurde ein Gutschein angeboten und ich ließ mich breitschlagen, die Reise nicht zu stornieren. 2 Jahre vergingen. Der Kontakt wurde immer weniger und ich konnte mich langsam mit ihrer Art nicht mehr identifizieren. Sie gab immer viel Geld aus und lebte mehr für Instagram und um die Scheinwelt aufrechtzuerhalten. Ja, hier geht's jetzt schon so ein bisschen los. Ich wäre jetzt auch mal so ein Mensch gewesen, der gesagt hätte, komm, lass die Kohle stehen, gehen wir zusammen aus. Heute würde ich jetzt bei sowas inzwischen sagen, geht schon ein bisschen los, dass die Welt einfach gemeiner und böser ist, als man das immer so gerne so hätte. Und da kommt, ich weiß nicht, ob Naivität das richtige Wort ist, das ist auch überhaupt keine Kritik, weil ich habe da unfassbar mit zu tun, mit dieser, ich glaube immer wieder alle Menschen, also bis heute muss ich dagegen ankämpfen, immer wieder zu denken, dass Menschen immer nur das Beste von einem wollen, was einfach überhaupt nicht der Fall ist. Das ist eine absolute Ausnahme, würde ich mal sagen. Aber jetzt aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, müsste man schon sagen, nee, ich lasse das nicht so lange stehen. Ne? Ich brauche das Geld auch. Aber das sind alles so Erfahrungswerte. Bisher ist ja alles glatt gegangen. Sie ist kein schlechter Mensch und ich hatte nur für mich entschieden, dass ich diese Freundschaft nicht wegen der Reise aufrechterhalten würde. Sehr reife Entscheidung. Man entwickelt sich auseinander und in andere Richtungen und dann passt es halt nicht mehr. Ne? Käme mir falsch vor. Ich schrieb ihr nun, dass ich die Reise bitte stornieren möchte. Ja, jetzt geht der Scheiß natürlich los. Wie, du willst dein Geld wieder haben? Spinnst du? Bist du eine Narzisstin, dass du einfach dein Geld wieder haben willst? Nein, Spaß. Alter Verwalter, ey. Die Welt ist einfach so kacken schlecht teilweise. Es ist einfach... Okay, aber ich lese mal weiter. Sie versuchte mich davon zu überzeugen, dass wir noch warten sollten. Ich verneinte und schrieb, nun immer sehr kurz angebunden, und dass sie sich darum kümmert, wenn sie eine ruhige Minute hat. Ja, also du machst das eigentlich genau richtig und nicht co-abhängig oder so, dass du dich nicht abwimmeln lässt und sagst, Fakten, 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 ne? Das sage ich ja immer wieder, das ist ja auch hier, geht's ja wirklich um eine toxische Freundschaft und das Einzige, was da hilft, sind Fakten, ne? Also so, du hast die Kohle, ich will sie wieder haben, warum und wieso, ob du keine Zeit hast, ob
du irgendwann verreisen willst, ob dir das nicht passt, interessiert mich nicht, ne? Das ist fertig, ne? Bei Instagram konnte man ja doch sehen, dass sie nur auf Partys war oder Essen oder Kurztrips machte. Ich verlangte nun die Buchungsnummer und mir den Buchungsort mitzuteilen, da ich nicht weiß, wann sie sich mal dafür Zeit nimmt. Es kam mehrere Tage wieder nichts. Nun wurde ich deutlich und teilte mit, dass ich das respektlos finde und dass es hier nicht um 5 Euro, sondern um 4.000 Euro geht. Nun schrieb sie endlich, dass sie nicht verstehen kann, warum ich so einen Wind mache. Das ist so richtig fucking toxisch. Das ist so richtig Gaslighting des Grauens. Das ist so, was willst du eigentlich? Was willst du? Was machst du für einen Stress, ey? 4.000 Euro, spinnst du? Jetzt bist du geizig und was bist du doof? Und, aber das ist richtig klassisches Gaslighting. Warum machen das Menschen? Weil sie ihren verfickten Willen durchsetzen wollen. Kein anderer Grund, ne? Sie will einfach deine Kohle für andere Sachen ausgeben, ey. Ob sie das jetzt zum schlechten Menschen macht, ist, glaube ich, völlig müßige Diskussion. Was macht sowieso jeder, was er macht? Da kann man keinen von abbringen. Und, aber Fakt ist, dass es dein Geld ist. Fertig, ne? So. Und wie ich mit ihr rede und dass es nicht um Leben und Tod ginge, so, das wirst du noch kritisiert. Also man sieht, dass diese gleiche Scheiße auch in Freundschaften läuft. Das wirst du noch kritisiert. Das ist so übelst toxisch. Also das wirst du noch kritisiert, dass du einfach nur dein Recht verlangst. Aber das ist immer so in diesem toxischen Scheiße, ey. Wirklich. Wenn ihr gucken wollt, wie man da mal ein ganz anderes Mindset kriegt, das ist ja alles 3D-Beziehung, wie ich das immer nenne, Richtung 5D. Guck mal in dieses wunderschöne Cover rein. Aber gut, gucken wir mal weiter. Ah, sie möchte den Gutschein von uns behalten. Okay. Um mir das Geld auszahlen, muss es aber erst zusammensparen. Ich würde ja gerne. Ja, aber meine Meerschweinchen sind krank. Was soll ich machen? Soll ich meine Meerschweinchen nicht zum Tierarzt bringen? Und außerdem habe ich mir gerade neue Briefmarken gekauft. Die muss ich erst einkleben. Wie kannst du erwarten, dass dieses Geld da ist? Oh. Muss es aber erst zusammensparen, weil sie es gerade nicht hat. Sie begründet dies nun damit, dass sie, das ist völlig, also alles, was jetzt kommt, ist völlig irrelevant. Ihr müsst doch immer überlegen, ihr hättet einen anderen Schuldner. Stellt euch mal vor, diese Schulden beim Finanzamt, meinst du, das interessiert die irgendwie, ob da, du erst zusammensparen musst und dann wird zack, Mahnung, Gefände, zack, 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 zack. Und warum macht das Finanzamt das? Ich würde noch nicht mal sagen, weil es böse ist oder so, sondern das einfach das Einzige ist, was funktioniert in dieser Welt. Ne? Und aber dass man das im Freundeskreis hat, dass Leute sich dann nicht so an so übliche Geflogenheiten halten, ist natürlich echt bitter. Ne? Ist echt bitter. Aber sie begründet das nun damit, dass sie Alleinverdienerin ist und das nicht so schnell hat. Ja, aber es ist dein fucking Geld, sie hätte das nie ausgeben dürfen. Ne? Instagram hat da eine andere Sprache gesprochen. Nachdem sie mir keine Frist nennen konnte, wann das Geld zusammen hat, setze ich ihr eine Frist. So macht man das auch in der Geschäftswelt. Das ist, man setzt eine Frist mit Einschreiben am besten. Ich meine, ich bin jetzt obviously kein Jurist, aber das ist ja so normales Geschäftsgebaren. Und dann, weiß nicht, ob jetzt die Frage noch kommt, soll man denn dahergehen? Meine Erfahrung ist und mein Rat ist, wenn es irgendeine juristische Möglichkeit gibt oder irgendwelche Belege, würde ich das bis zum Bundesverfassungsgericht verfolgen. Also geht natürlich nicht, aber das wäre für mich unerträglich, das nicht zumindest zu versuchen. Und dafür gibt es ja auch, ich meine, das ist ja eigentlich ein klarer Fall, denke ich mal, wirst das ja belegen können. Und ja, das ist ja auch jetzt keine große Sache. Dann schreibt man Mahnbescheid, das kann man nur alles selber machen. Und dann, ja, gibt es eben Verfahren, was die dann deine Freundin bezahlen muss im Endeffekt, ne? Denke ich mal, ne? Wenn das hier so klar ist, wie es hier steht. Und ja, dann wird sich das schon anders überlegen, ne? Weil es geht auch, ich sage ja immer, Respekt geht vor Liebe. Und sie hat keinen Respekt vor dir, ne? Das merkt man einfach, ne? Ich meine, dieser Kontakt ist sowieso durch, aber grundsätzlich, ja. Geschrieben hat sie darauf nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Geld überhaupt wiedersehe und bin davon enttäuscht. Es ist unglaublich. Nach dieser Frist und hoffentlich einem Geldeingang werde ich diese Freundschaft beenden. Diese Freundschaft ist so mausetot wie nur irgendwas. Also, das ist immer das Problem, wenn sich jemand so daneben benimmt, dann muss er
also akzeptiert dann im gleichen Moment, dass eben dieses Geld wichtiger ist als eure Freundschaft, weil dieses inexistent hier, wo ist da noch eine Freundschaft, ne? Klar, wenn sie jetzt kommen würde, sagen würde, ich finde schon, wenn sich jemand entschuldigt, wenn sie jetzt sagen würde, es war ein Riesenfehler, hier ist das Geld, können wir irgendwie, weiß nicht, ich habe mich verfangen in der Instagram-Welt, bla bla bla, keine Ahnung, bringt das, entschuldigt sich nicht nur, bringt es auch wieder in Ordnung, kriegst noch 100 € Zinsen, was weiß ich. Ja, natürlich, man macht in Freundschaften Fehler, dann kann man auch weitermachen, aber davon ist ja nichts zu sehen irgendwie, ne? Hättest du ähnlich reagiert? Ja, natürlich, ich habe solche Sachen erlebt und habe die alle, gut, ich habe jetzt auch die Möglichkeiten dazu, manche, obwohl man kann ja auch Prozesskostenhilfe, aber ich habe alles, wo mir Unrecht getan wurde und ich das belegen konnte, habe ich alles verfolgt. Selbst wenn es teurer, also selbst wenn es recht teuer war, das zu verfolgen. Aber ich lasse mich nicht verscheißern. Ey. Wirklich, das ist, also ich habe es auch für mich gemacht, weil ganz ehrlich, wenn mir jemand 500 € schuldet und zahlt mir das nicht, dann zahle ich lieber 500 € für einen Anwalt, die man vielleicht nicht wiederkriegt irgendwie. Und bin dann zwar genauso plus minus null, wie wenn ich das Geld gar nicht erst zurückgefordert hätte, aber für mich fühlt sich das viel besser an. Wenn man es nicht kann, wenn man einfach jemand 500 € Schein in die Hand gedrückt hat und hat darüber keine Belege, dann kann man es echt nur unter Lernerfahrung abbuchen und loslassen und ja, und dann, das ist dann ein anderes Mindset, da muss man halt wirklich versuchen, seine Wut irgendwie woanders loszuwerden. Weiß ich nicht. Das Problem hast du ja auch noch. Du musst ja auch noch diese, das ist ja ein richtiger Schock, sowas in einer Freundschaft zu erleben. Das musst du ja auch erstmal verarbeiten, ne? Dass du jetzt, klar, du wirst jetzt neue Freunde, wirst du ganz anders angucken, ne? Und das musst du ja auch noch alles verarbeiten. Das muss man sowieso machen. Aber da muss man es halt loslassen. Aber der Fall ist hier nicht da, meine ich, ne? Weil da wird es, die Reise gibt es Unterlagen. Es gibt Unterlagen über die Zahlungsflüsse und was soll sie denn sagen? Was das? Man, du hast diesen Chatverlauf, aber musst halt einen Anwalt fragen. Ne? Geld zerstört wirklich Freundschaften? Nee, deine Freundin hat die Freundschaft zerstört. Also ich bin ja immer gern dabei, dass man Geld und Freundschaften vielleicht manchmal nicht so optimal zusammengehen. Bin ich ja gern schnell dabei, aber das ist hier, wie soll man das denn sonst machen? Willst du da sagen, sorry, ich vertraue dir so wenig, lass uns das mal lieber andersrum machen. Wenn du das dann so unrecht machst, ist der andere vielleicht total beleidigt, dass du ihm sowas zutraust. Also das ist wirklich eine Sache, wo du vom ersten Schritt her wüsste ich nicht, was du da falsch gemacht hast. Und weil das ist irgendwie, ihr kauft ja irgendwie keinen Flughafen zusammen. Das ist irgendwie es wird einfach eine fucking Reise bezahlt irgendwie, ne? Boah, krass, ey. Mann, das tut mir echt leid, ey. Also, lass dich nicht runterziehen. Versuch, klare Grenzen zu setzen und trotzdem dich nicht, machst du ja auch nicht, diesen Frust und diesen Schmerzen so hinzugeben und in so Rachegedanken zu gehen oder so. Ich meine, das ist schon, man schadet sich selber schon genug mit so einem Verhalten, was sie da macht. Da brauchst du nicht noch irgendwas obendrauf packen. Aber das eine ist sozusagen psychologische oder meinetwegen spirituelle Herangehensweise, wie man das verarbeitet. Das andere ist die materielle Welt, in der man das regelt. Und das materielle Regeln, das macht dann dein Anwalt für dich. Ne? Schreib mir gerne nochmal, ob du das wiedergekriegt hast. In diesem Sinne, kauf die fucking Kurse. Ostern 20 ist der Code für 20%. Und wir